Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Airborne Kingdom. Wir müssen zu Candys Kreuzung. Schauen wir ganz kurz auf die Karte. Moment. Candys Kreuzung. Das ist dieses Ding da hinten. Ja, leider, schade. Da müssen wir nun mal leider hin. Ich hab da tatsächlich den Bauernhof vergessen. Ich habe nochmal nachgeschaut in einem von meinen älteren Folgen und habe dann da doch schweren Herzens erkennen müssen, da wurde der Bauernhof angeboten und ich habe den damals nicht gekauft. Also nicht entsprechenden Relikte erworben. So, ich habe ein bisschen Wasser nachgetankt, ganz, ganz wenig, auch Nahrung noch ein bisschen mir was besorgt. Da müssen wir, wenn wir hier in der Nähe sind von Candys Kreuzung, auch mal schauen. Und ich habe im Technologiebaum, aktuell bin ich dabei, hier einen weiteren Flieger dazu zu bekommen. Ich habe, wo war's? Antrieb, glaube ich, ne? Genau. Ich habe hier den Propeller, den kennen wir jetzt auch. Den habe ich gelernt oder habe meine Leute hier lernen lassen. Das mit der Flosse machen wir später. Erstmal schon mal den Propeller. Und dann, warte mal, bei der Gelegenheit. Antrieb, Propeller. Moment. Ich muss da mal ein bisschen näher ran. Dir nichts sagen, aber ich bin mit der Maus an einer ganz anderen Stelle, als der mir sein Propeller da rumgeistern ist. Hallo? Was ist jetzt los? Muss ich das verstehen? Ihr seht das auch, ne? Ich bin mit der Maus hier und er ist da vorne. Hat das irgendwie einen Grund? Vielleicht will er. Achso, er will den Propeller da vorne. Ah! Ja, ist ja gut. Ich dumm. Mein Gott. Weiß man doch. So, Antrieb plus 9, der braucht 2 Leute. Wenn ich da erstmal. Warte. Echt, das ist hier nicht symmetrisch, sehe ich gerade, so von den Wegen her. Der ist ja mal ein Ding. Wie kommt denn sowas zustande? Und da gepennt. Okay. Der braucht ja, Moment mal, der braucht 1. Ja, das ist das Problem, ne? Der braucht 2. Wenn ich das richtig sehe. Ja, würde ich sagen. Ja, egal. Ich glaube, wir haben genügend Leute, ne? Ich setze mal direkt 2 Propeller dahin. Dann hat sich das Problem mit der Symmetrie dann auch gleich erledigt. Ja, das ist immer mein innerer Monk, der dann anfängt dann zu knötern, so. In dieser Geschichte. Wie sieht es denn hier so versorgungstechnisch aus? Wir können hier eh nichts finden. Ne? Hier ist irgendwie totes Gebiet. Ich gehe nochmal vorsichtshalber auf. Die Karte, guck da mal nochmal rein. Aber hier ist nichts zu wollen. Dann mache ich mal den hier. Damit wir da ein bisschen zügiger unterwegs sind. So, ja. So, jetzt haben wir noch die Propeller am Start. Oh, jetzt haben wir hier mal den Turbo an. Ja, Propeller vorne, das macht ja logisch Sinn. Er hätte auch von hinten sein können, das schieben oder so. Egal. Ja, Mandos und Technik. Oh, Moment. Was ist das? Achso, nee, ich glaube, das hat sich erledigt. Hier finden wir ein bisschen Wasser. Augenblick. Hier so, doch, so ein paar Sachen gibt es hier. Glaube ich. Nee, hier gibt es eigentlich nur Wasser. Was ist das? Kohle, brauche ich nicht. Ja, gut.
Dann war da doch nichts. Man sieht es auch hier wieder an dieser Gegend und in der Situation, in der wir uns hier im Augenblick befinden. Wir brauchen dringend diesen Bauernhof. So. Und das geht's nicht. Sagen die Ressourcen. Geht noch so. Oh, Moment. Relikte gefunden. Moment. Immer vorsichtig hier. Hallo. Den Kurs geändert. Mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, als wenn die Relikte tatsächlich irgendwie, also wieder neu erscheinen. Nach einer gewissen Zeit, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die mitgenommen haben. Oder habe ich die ignoriert aus Gründen? Nicht nur greifend vielleicht übersehen oder so, kann ja auch schon mal passieren. Aber da müsste ich direkt mal. Ja, wie gesagt, hier Relikte gefunden und. Ach so, die sind. Ah, Entschuldigung. Die sind weg. Ja, alles gut. Die haben wir schon gefunden. Das wollte er mir sagen. Ich habe jetzt gedacht, der hat jetzt wieder welche gefunden. Dann hätte er ja auch angezeigt, wie viele es sind. So, hier ist Dickicht. Ja, dann aber mal ran hier. Wir brauchen dringend alle Arbeiter beschäftigt. Jetzt geht das los. So, dann ist es also das Problem dann auch erstmal. Oder die Frage auch beantwortet. Also wenn man da irgendwann mal war und das hat, man hat das weggerupft, dann ist das auch weg. So, ich guck mal hier auch, ne? Also hier Relikt auch gefunden. Da ist auch nichts mehr zu wollen. Okay, wir besorgen uns etwas Nahrung. So doppelte Geschwindigkeit. Vielleicht sollte ich bei der Gelegenheit auch noch ein bisschen Wasser nachtanken, wenn wir schon mal gerade hier sind. Und das machen können. So. Ich hab mal so ein bisschen geguckt hier von wegen den Entwicklern, ne? Weil mich jetzt doch irgendwie interessiert, was sind das für Leute und so. Es ist wohl nach wie vor so, es war wohl von Anfang an so und ist auch jetzt noch so, es ist wohl ein relativ kleines Team. Ich glaube, Zeitpunkt der Aufnahme sind die wohl aktuell noch auf der Suche nach neuen Leuten. Die sind wohl momentan so 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich das nicht so ganz falsch in Erinnerung habe. Und wollen aber noch wachsen. Nach meinen Informationen, da kann ich jetzt aber keine Garantie für geben, da müsste ich es nochmal nachforschen, wenn sich das bei der nächsten Gelegenheit ergibt. Nach meinen Informationen hat sich das wohl mit dem Release von dem Nachfolger hier jetzt auf 2025 verschoben. Der sollte ja angeblich noch in diesem Jahr rauskommen, das sieht wohl nicht so gut aus. Das scheinen die wohl nicht zu schaffen. Soll dann aber im nächsten Jahr, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres oder so, dann rauskommen. Aber ich gucke dann nochmal. Ich schaue nochmal, wann. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Seite ich da war. Die selber haben keine Webseite. Ich habe zumindest noch keine gefunden, wo sie ihr Unternehmen vorstellen. Es gibt Webseiten zu den Spielen. Da steht aber auch nur so ein bisschen halt Informationen zu den Spielen. Also hier Airborne Kingdom oder halt hier dieses andere Empire. Und das da jetzt kommen soll demnächst. Und mehr ist da jetzt erstmal nicht. So, der macht ja schon Alarm. Oh, 72, guck mal, da geht aber noch ein bisschen was. Ja, die warten wir noch ab. Und dann ziehe ich die Leute ab. Moment mal, wie viel kommt denn der da jetzt rein? Da müsste jetzt einiges reinkommen. Ja, also wie gesagt, ne, die sind die. Haben, also man bekommt relativ wenig Informationen so über das über die Software-Schmiede über die Software-Schmiede selber.
Zumindest habe ich da jetzt nicht großartig was finden können. Und ich gucke mal, was ich noch so entdecken kann. Weil ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit anderen Indie-Entwicklern. So, ne? Was machen die so und wie sind die so aufgestellt? Und da sind ja häufig Teams, die relativ klein sind. Wenn ich das mal so mit Foundation vergleiche, die waren ja auch anfangs relativ wenig Leute. Jetzt ist das Team schon etwas aufgestockt, aber immer noch, ich sag mal, überschaubar relativ. Ja, also ist ja nicht, dass das jetzt ein Riesenteam wäre. Aber die haben da schon jetzt ein paar Spezialisten sich da rangeholt. Und da läuft das ganz gut. Da läuft das ganz gut. Und boah, gut. Naja, ich denke mal, wahrscheinlich ist auch das Team hier, ne, also noch relativ jung. Also ne, ist noch nicht, existiert noch nicht so lange. Gucken wir mal. Von dem neuen Spiel weiß ich noch relativ wenig. Ich habe ein Bild gesehen, da sieht man hier so auch so ein Königreich hier halt und das wird von irgendwelchen Fliegern attackiert und brennt an den verschiedensten Stellen. Also demnächst gibt es dann hier auch Kampf, Luftkampf. Wahrscheinlich versucht man auf die Art und Weise halt das Ganze dann so ein bisschen spannender, interessanter zu machen. Ist ein legitimes Mittel, warum nicht? Ne? Dann hat man hier halt dann noch so eine strategische Komponente, ne? mit irgendwelchen, weiß ich nicht, wenn da Piratenüberfälle kommen, feindliche Fraktionen, was auch immer. Da gibt es ja dann die diversesten Mittel und Möglichkeiten. Und das kann interessant werden, auf jeden Fall. Kommt drauf an, wie sie es umsetzen. So, wie sieht es jetzt hier aus, meine lieben Freunde? Wir brauchen ein bisschen ewig hier mit dem Auftanken. Ja gut, 100 verbleiben, ungefähr 3 pro Flug. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, man kann die Anzahl der Flieger kann man ja erhöhen, da sind wir jetzt gerade in der Forschung noch. Ich muss mal gucken, ob auch die Möglichkeit besteht, dass man die Kapazität der Flieger erhöhen kann. Also was die so mitnehmen können pro Flug. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Ob da was machbar ist in der Richtung oder ob da nichts mehr geht. Dass man halt dann nur über die Anzahl der Flieger dann letzten Endes steuern kann. Wie schnell so eine Ressource dann hier letzten Endes wieder aufgetankt ist. Muss man so auszudrücken. So, oh, wir sind fertig. Ja, dann hier, aber so was von auf nach Crossing. Bauernhof mitnehmen. In der Hoffnung, dass die Relikte reichen. Ansonsten müssen wir dann noch so ein paar Relikte uns besorgen. Hangar verbessert. Ja, das ist die Geschichte gewesen. Ja, genau. Fliegezahl auf 9. Ich öffne mal den Technologiebaum. So, ja, das würde ich auch gerne machen, dass wir hier auf 3 Etagen demnächst kommen können. Das braucht 32 Stunden, aber wir müssen es wohl oder übel machen. Oh, erhöht das Ressourcensammeltempo um 100%. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ja, ich kann zwar die Kapazität der Flieger nicht erhöhen, aber ich kann die Anzahl der Flieger erhöhen, also maximal hier noch auf 10, könnte jetzt noch einen weiteren dazu nehmen. Oder aber wir steigern das Tempo und zwar um 100%. Sehr verlockend, muss ich ehrlich sagen. Auf der anderen, 64 Stunden und dann 50% weniger Wasser pro Haushalt, das gleiche wahrscheinlich im Bereich Nahrung. Ja, 32 Stunden, um das Tempo um 20% zu erhöhen. Ja, nicht uninteressant. So, was? Oha, was haben wir sonst noch? Effizienz um 50% erhöhen, auch in 32 Stunden. Das gleiche für Lehm. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Weil mit Lehm, da haben wir immer so ein bisschen Probleme, insofern, als dass wir nicht genügend haben. So, dann Abgasradius ist ja nicht ganz so wichtig. Da, wo ich die Kohlehütte habe, da wohnt niemand, noch zumindest niemand. Hier haben wir das gleiche dann mit dem Eisen. Ganz viele Sachen, die wir noch nicht haben. Lagerung. Ja, da geht es ja auch mit dem Stapeln, ne? Dass wir hier auf 3 Etagen kommen können. Jeweils 32 Stunden, das wäre auf jeden Fall ein Punkt.
So, Auftrieb. In 8 Stunden um 25%. Das wäre eine Sache, wo ich sagen würde, das würde ich mitnehmen. Auf jeden Fall geringere Kohleverbrauch in 30% in 16 Stunden. Ja, ja, ja. Auch hier Auftrieb nochmal erhöhen. Also für die 50% für 32 in 32 Stunden. Okay. Gucken wir nochmal weiter. Antrieb, wir haben den Propeller, wir haben die Flossen noch nicht erforscht. Braucht 2 Stunden, dann nehmen wir erstmal die Flossen mit. Würde ich vorschlagen und dann würde ich vielleicht hier den Antrieb ein bisschen, den Auftrieb ein bisschen pushen. Nicht den Antrieb, den Auftrieb ein bisschen pushen. So, erstmal machen wir hier die Flossen, damit wir die mit dabei haben. Demnächst mal irgendwann. Cool. Candy's Crafting Technologie. Wir brauchen den... Ich glaube, es war immer das Ähnliche. Ich habe gesehen, irgendwie 10 Dinger, die so, um Gottes Willen. Das war, glaube ich, der Punkt. So, hilft aber nichts. Wir brauchen dich. Den Bauernhof auf jeden Fall. Was habe ich hier unten rum existieren? Kohlevorkommen. Kohle brauchen wir keine. Lehm, ja, wäre nicht verkehrt, aber ich kann nichts mehr einlagern. Es sei denn, ich erweitere hier meine Kapazitäten. Wie sieht es denn jetzt mit Relikten aus? Hey. Das ist natürlich jetzt so ein Punkt. Hier haben wir definitiv alles abgegrast. Haben wir ja jetzt gelernt, dass wenn da, wo wir waren, dass da nichts mehr zu holen ist. Ist natürlich die Frage, habe ich irgendwo vielleicht eine Geschichte übersehen? So ein ist das schon. Relikten, Gedingse, Ruine. Ja, das ist natürlich jetzt... Moment mal, was ist denn da hinten? Das scheint sowas in der Richtung zu sein. Kann natürlich sein, dass wir die auch schon geplündert haben. Das vermute... Oh! Moment mal, war das die, die ich gerade entdeckt hatte, wo ich dann sagte, ach ja, da haben wir ja uns auch schon. Hätte gefunden. Immer davon aus, dass wir die schon haben, ne? Das war das doch, das Ding hier, ne? Wo ich dann auch sagte irgendwie, ah, wir haben was gefunden und dann ging dann doch nichts. Hier ist das die Gicht. Hier ist nichts mehr. Da ist noch so eine Ruine. Hier vorne, in Anführungsstrichen, ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Ich hoffe und bete, dass ich eine von diesen 3 Ruinen draußen erforscht. Das ist cool. So, Moment, was hatte ich gesagt? Auftrieb, den wollte ich, genau. Da wollte ich was machen, damit aber ein bisschen das Ganze etwas effektiver ist. Ich hoffe und bete, dass ich einen von diesen Ruinen übersehen habe oder aus anderen Gründen noch nicht geplündert habe. Das sieht gut aus. Ich werde die mal alle 3 da anfliegen. So, wir schicken mal einen Arbeiter los. Das ist ja schon sträflich. Da verdient man ja schon fast Prügel. Und die Relikte da übersehen hat oder beziehungsweise nicht mitgenommen hat, als die Möglichkeit wahrscheinlich bestand. So, Relikte gefunden. 4 Stück, das ist schon mal nicht verkehrt. Wir düsen mal dahin. Habe ich die ganzen Ruinen übersehen? Oder was ist der Hintergrund? Warum, weshalb, weswegen ist das passiert? Was habe ich da gemacht? Waren andere Dinge wichtiger oder so? Ich weiß es ehrlich nicht. Ja, die sind enorm kostbar eben und ich lasse die liegen. Was war da mit mir los? Hab ich gepennt? Relikte gefunden. 3. So, da ist auch noch einer. Das darf doch nicht wahr sein. Hä? Na
Nandos, was hast du gemacht? Guck dir mal hier die ganzen, hier sind tausende Ruinen und die habe ich irgendwie alle übersehen. Mal ganz kurz gucken, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Wo bin ich? Sehe mich gerade nicht. Ah, hier. Uralte Ruine, Ansiedlung. Hier, Planetarium des Nordens, da haben wir einen von diesen leuchtenden Dingern da gefunden. Ich entsinne mich. Moment, verkehrter Knopf. So, ja, ich schicke mal Arbeiter. Oder sind die, ist es tatsächlich dann so, dass die vielleicht doch irgendwann dann nachwachsen? Irgendwie neue Relikte auftauchen oder so? Ich bin im Augenblick ein bisschen geplättet. Hier Relikte gefunden, sehe ich das richtig? Jo, das haben wir schon 20. Ich bin geschockt. Hallo? Ja, das mit der rechten Maustaste, ne? Das ist ja auch so ein Punkt, das hatte ja einer von den Spielerinnen und Spielern angesprochen, dass das manchmal nicht funktioniert. So wie, ich glaube, es ist derjenige, egal, wie die Person das dargestellt hat, schien das irgendwie wohl gar nicht mehr zu funktionieren oder hatte da jedenfalls massive Probleme. Ich nehme das Dickicht hier gerade mal mit. So, während die da... Das ist aber gefunden. Okay. Ich bin echt geschockt. Das ist die uralte Ruine. Ja, die hatten wir uns ja vorgenommen. So, ist hier in der Nähe sonst noch was? Hier nicht. Die haben wir jetzt. Das Dickicht sind wir gerade dabei zu plündern. Hier ist noch eine Ansiedlung. Ja, dann würde ich sagen. Es muss einfach sein. Ja, wir werden uns also jetzt hier mal noch in der Gegend so ein bisschen aufhalten, uns mit Relikten versorgen. Ich werde dann natürlich den Bauernhof da erwerben und danach machen wir uns dann wieder so Richtung, was ist das da, Hochlande und so weiter auf, damit wir in der Story jetzt endlich wieder weiterkommen. Ja, tut mir leid, also das mit den Relikten, ich weiß nicht, was ich da habe ich die übersehen, habe ich da was, keine Ahnung. Bin jedenfalls froh, dass wir jetzt entsprechend wieder uns mit den verschiedenen Relikten jetzt hier haben eindecken können, was natürlich uns dann in die Lage versetzt, die eine oder andere Technologie zu erwerben, die wir dringend brauchen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke für euer Dabeisein, für eure Begleitung. Natürlich auch vielen, vielen lieben Dank für deine Begleitung, für dein Dabeisein. Ja, habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich weiß nicht, was hier mit dem Spiel, keine Ahnung. Ist doch so ein bisschen schwer oder so, keine Ahnung. Egal, wir kommen auf jeden Fall weiter. Wir kommen durch und so, ne, und das wird schon werden. Stückchen für Stückchen, wie auch immer. Ventilator ist auch gerade verbessert. Wunderbar. Ich danke und sage alles Gute, genutzt und genießt die Zeit.